herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land im Erntestress. Heute Morgen hat es noch geregnet, dann ist Wetter Sonne rausgekommen, hat ordentlich drauf gebrezelt. Ernte-Trocknungsgrad liegt bei, warte ich schon mal gerade mal auf dem Thermometer, 10,3, also ist ganz schön gut. Ich wollte den Neumann nochmal anrufen, wegen dem Preis für Gäste. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumann, guten Abend. Guten Abend. Du, mit deinen Helfern habe ich gar nicht mehr gerechnet. War schon selber im Drescher unterwegs. Ja, gib einen günstigen Preis. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich wollte aber noch was anderes fragen. Wir hatten, glaube ich, mal über die Gerste gesprochen, oder? Gerste? Ja, ist ein Gerstenfeld hier. Ich dachte, du hättest da Interesse an der Abnahme gehabt. Ja, das kann. Ja, kann sein. Ja, hast du Interesse? Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie viel zahlst du? Leon? Ja. Wir haben ein Problem. Ja, der Preis geht gerade runter. Aktuell würde ich dir. Ja, da spricht der Händler, ne? Ja. 630. Weißt du, ich meine, wir hatten schon einen Preis ausgemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was für einen. Ich auch nicht mehr. 6,30, ja. Willst du auch Stroh? Nee, Stroh brauche ich nicht. Warte mal, ich muss mal kurz in mein Silo gucken. Du weißt Bescheid, 20.30 Uhr, ne? Ja. Am Gasthaus. Ja, Stroh ist voll. Ich kann dich zur Not auch noch mitnehmen. Ich bin gerade mit meinem Auto da. Bei mir im Feld? Ja. Ja, perfekt, weil ich bin gerade durch. Dann kannst du mich danach auch wieder herfahren, dann kann ich hier in die Gerste hochfahren. So, wir sind nämlich gerade fertig geworden, ey. Perfekt, unglaublich. Ich würde dir. Warte mal, wir können ja gleich die. Du nimmst die alle mit, oder? Ja, ich nehme auch meine Mitarbeiter mit, ja. Ja, dann würde ich mir kurz wissen wollen, wie viel Gerste denn bei denen im Anhänger ist. Jo, das werden sie dir sicherlich gleich sagen. Wieso ging das jetzt bei dir? Keine Ahnung. Ich krieg die Magge. Jungs, kommt der? Jo. Ja, wir kommen runter. Ist hinten aus? Ja, hinten ist aus. Gut. Warte mal. Muss mal kurz gucken, wie viel hier drin ist. Nicht, dass einer vorbeikommt und was klaut. Okay. Gut. Wo ist noch frei? Ah, überall. Überall. Dann sitze ich vorn. Ah. Jungs, Alter. Ihr könnt den LKW hier lassen und dann einfach in das Auto hier reinsteigen. Ja, ich komme gerade. Alter, hätte ich nicht gedacht, dass wir die Ernte heute Abend noch schaffen, ey. Dachte ich auch nicht, aber ein Feld war noch nicht reif, deswegen. Ja, und vor allem dann zu zweit hier dreschen, da geht's ein bisschen schneller. Jo. Noch alle drin? Achso. Jo, alle drin. Du, wie viel hast denn, Horst, wie viel hast denn bei dir drin? Wie viele Gäste? 41.200. 41.2. Mhm.
Und ein paar zerquetschte noch. Okay. Mein Mann. Ja. Fährst falsch, ne? Nee, Gasthaus. Ach, beim Gasthaus? Ja, hatte er zuletzt, Ich dachte bei ihm am Hof. Ich wollte wissen, was das für ein Hof. Ach Mensch, ich wollte wissen, was für ein Hof der hat. Naja, okay. Dann haben wir knapp 62.000 Gäste runtergenommen. Das ist gut. Hast du meine Finanzen schon mal überprüft, Neumann? Ne, kam ich jetzt nicht mehr dazu, aber eigentlich steht nicht viel im Weg. Ich muss es unbedingt wissen, ich muss die Woche noch bestellen dann. Ich laufe nämlich schon wieder leer auf Hackschnitzel und müsste dann nächste Woche die Maschinen haben. Ja, morgen früh sage ich dir Bescheid. Ja, hope so. Alter, ich bin schon ein schlechter Beifahrer, gell? Ich habe immer Angst. Euch hier hinten nicht schlecht? Nö. Eigentlich nicht. Oh, aber so wie du guckst, Leon. Luca, nee, was ist es? Doch, Leon. Ey, dein Gesicht, kreidebleich. Na, das ist... Der wird durchstammen. Ah, das kann natürlich auch sein. Der ist den ganzen halben Tag noch im Trascher sitzt. Ja. Die Helga ist so spät noch offen. Ja, glaube ich bis 23 Uhr hat die auf. Naja, heute kannst du darauf verzichten. Ey. Heute macht sie ein bisschen länger, glaube ich. Wenn so viele Leute da sind. Ja, auf jeden Fall. So, denn... Hallo? Hallo, warte mal. Hallo? Hallo? Herr Diesel, ich dachte, wir treffen uns bei Ihnen am Hof. Ich wollte Ihren Hof sehen. Ja, leider Gottes habe ich gleich noch einen Termin hier direkt beim Händler, weil der Xerion geht in den Export. Ach so. Okay. Was kaufen Sie sich dafür? Weiß ich noch nicht, werde ich nachher mal nachgucken, weil für mich als Kleinbetrieb so einen großen Schlepper, der ist schon ein bisschen zu groß für mich. Ja, klar. Ich bin ganz froh, dass ich so einen Teil habe inzwischen. Ja, ich weiß ja nicht, was der alte Besitzer vom Schweinhof gemacht hat, dass er den so runtergewirtschaftet hat. sich ein Xerion gekauft. Ja, das habe ich vorhin schon zum Herrn Müller gesagt, dass das eine reine Verschandung vom Schweinhof ist, dass ich überall, wo ich schon einen Schweinhof übernommen habe... Achtung, der Jürgen kommt. Eieiei. Habe ich was verpasst? Hallo! Ach, moin! Jürgen, ey, hast wieder eilig gehabt, ne? Ach, ja. Lass jetzt aber mal ein Bier trinken. Ich hab Durst. Ja, komm, nehmt euch. Bier steht hier auf der Bank. Nehmt euch. Ist das alkoholfrei? Nein, das ist Corona. Jawohl! Helga, Bussi hier, links, rechts, ja? Alles gut? Leon, hol dir bei Helga direkt. Ja, mein, was denkst du, wo ich hingehe? Ist so viel flirten, ne? Ach komm. Mit der Helga. Die Helga halt. Ja. Ich hab eins in der Dose. Also. Oh, was, ein Rockstar? Nee, Bier Helga aus der Dose, Bitburger. Boah! Jo, danke. Wird aber schon machen. Ja, steht ja nur eins. Nassi und ein Bockwurst. Ja! Oh, schon wieder am Essen, ey, Jürgen. Das geht aber auf deine Rechnung, gell? Und wenn du nochmal meinen Dirt beleidigst, dann verwandelt sich mein Ton in einen Agro-Ton. Was? Redet hier jemand mit mir? Ja, ich. Also Harbe. Schön, Echo. Was ist mit dem Plastik? Ich hab Echo. Nur Plastik verstanden. Wenn jemand mein Plastik beleidigt, dann verwandelt sich mein Ton in einen Agro-Ton. Hast du deinen... Agrotron? Der hat seine Pillen nicht genommen. Ja, vor allem hat er sich gerade selber gedisst. Also, warum kommt der Trick rein? Oh, mein Plastik habe ich lieb und dazu stehe ich. Oh, Volker. Also, ich würde mal die zwei Neuen willkommen heißen. Ja, Herr willkommen. Pusch und Herr Diesel. Moment. Wenn Sie Diesel brauchen, jetzt... Bei Bierschi. So, einmal. Merci. Einmal. Danke. So, und dann zum Wohle, ne? Hoch die also Maß, hoch den Krug oder so. Der Herr Trissler hat kein Interesse dran teilzunehmen. Ja. Oh, lassen doch. Der ist wahrscheinlich gleich wieder im Dienst, ey. LOL! Hat er gerade
Der hat gerade eine Rolle gemacht. gut, dass der Bauhof heute zu hat. Aber es gibt klar, alles in Ordnung. Gut, dass wir ja, RTW mehr haben. Es gibt auch noch, es gibt auch noch Müller, der Stefan Müller, der hat mir geschrieben, dass er sich verspäten wird, weil er gerade noch Wolle am Verkaufen ist, dass er auf jeden Fall noch dazu stoßen wird. Ja, ich würde trotzdem schon den weitestgehenden Großteil hier mal informieren, in Kenntnis setzen, und zwar über drei neue Beschlüsse des Gemeinderats. Jetzt trinken die mal ein Bier und dann sind sie gleich hinüber. Ich muss mich mal rumdrehen. Naja, lustiger Abend, ne? So, will noch jemand Bier? Es gibt eine Runde. Die erste Runde ging auch nicht. Warte, Helga gibt mal Kaffee. Helga, die Rechnung schickst dann an den Jürgen, ne? So, holt euch alle eins aus dem Kasten. So, Gefahr beseitigt. Also, wer bezahlt jetzt den Asphalt, der mir kaputt geht? Ey, Volker! Oh. Ja. Willst du auch eine Bockwurst? Naja. Steak? Helga, Wein, der Döner, sonst was? 7 Bier sind auch ein Schnitzer. Irgendwelche Dinge rumschieben. Will irgendeiner was essen? Ich bräuchte mal was zu kühlen. Wenn ich schon einen Überschlag gemacht habe. Da hinten im Dings liegen Kühldinger. Also ich würde ein 7-Gänge-Menü nehmen. Bin ich zu betrunken oder warum habe ich gerade Fahrzeuge fliegen sehen? Ich werde 7-Gänge-Menü nehmen. Ich glaube, ich bin auch betrunken, weil ich habe da gerade nur noch so einen IT-Runner mit einem Fass hinten dran fliegen sehen. Von 2 Bier oder was? Alter. Ich brauche ein bisschen mehr, ey. Damit das vielleicht wieder normal wird. Oder ich habe, glaube ich, einfach nur einen Knick in der Puppe. Ja, ich sag's am liebsten so ein bisschen Schnaps. So das Kasten. Liebe Gemeindemitglieder, ich würde gerne noch was verkünden, damit es auch alle nochmal mitkriegen. Ich künde mal, fair. Was? Ich verkünde. Er ist der Botschafter. Drei Beschlüsse aus dem Gemeinderat. Ich hoffe mal, dass die noch bei allen ankommen. Nummer 1. Die Produktion werden um 25% oder im Wert von 25% subventioniert. Dazu kommt natürlich trotzdem nochmal die Steuer von 10%. Aber dann auf den reduzierten Preis. Das gleiche gilt bei Kauf von Ländereien. Und das war schon Punkt Nummer 2. Ich halte es kurz. Punkt Nummer 3 ist die Pacht. Da haben wir uns mit dem Jürgen darauf geeinigt, dass er ein Festgeld kriegt im Wert von 2000 Euro pro abgeschlossene Pacht. Auch bei Verlängerung. Und 5% des Pachtwertes, also des Ländereienwertes, gehen an die Gemeinde. Und bei Vertragsabschluss eines Geländes, einer Länderei, gehen 5000 Euro an den Jürgen, weil der muss die Notarkosten und alles begleichen dann. Marlon? Was ist los? Wir müssen später nochmal reden. Ja. Irgendwelche Fragen? Die zum Thema passen, nicht so wie beim Herrn Müller. Ja, es ist mir gerade nur eingefallen. Ja, morgen. Heute nicht mehr. Herr Müller? Hört keine Fragen, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und Prost, Mahlzeit. Ja, ich muss schlafen. Ich hab zu viel getrunken. Leon, fahr mal bitte. Ich komm. Neumann? Ja. Wie kommen wir heim? Der Leon fährt. Er kann auch morgen früh vorbeikommen. Wer soll morgen früh vorbeikommen? Ich nehme mir ein Zimmer bei der Helga. Jo. Tschö. Tschüss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.